Heute in diesem Video zeige ich dir zwei Möglichkeiten, wie du die Gewerbesteuer noch ein bisschen optimieren kannst, insbesondere in der Kapitalgesellschaft. Wenn dich interessiert, über welche zwei Möglichkeiten du deine Gewerbesteuer noch mal ein bisschen senken kannst, dann schau dir jetzt dieses Video an. Hallo, mein Name ist David Kasper, ich bin Steuerberater und geschäftsführender Partner der Köber & Partner Steuerberatungsgesellschaft und wir haben uns auf die steuerliche Gestaltungsberatung spezialisiert. Denn wir zeigen dir, wie du deine Steuern in Zukunft optimal steuerst. Heute schauen wir uns mal die Gewerbesteuer ein bisschen an. Die Gewerbesteuer, die muss ich ja zahlen, wenn ich einen Gewerbebetrieb habe. Also unabhängig jetzt mal von der Rechtsform, ob ich ein Einzelunternehmer bin, ob ich eine GmbH und Co. KG, also eine Personengesellschaft habe oder eine GbR oder eine GmbH, eine Aktiengesellschaft, eine Genossenschaft oder eine Stiftung bin. Die Gewerbesteuer könnte mich in jeder dieser Rechtsformen treffen und die könnte relevant sein. Wenn ich einen Gewerbebetrieb im Inland betreibe, dann zahle ich Gewerbesteuer. Also der Einzelunternehmer zum Beispiel, der einen Online-Shop hat oder ganz normal Einzelunternehmer, der einen Supermarkt hat und da einfach Produkte verkauft, der zahlt natürlich dann hier Gewerbesteuer. Das Ganze trifft mich aber auch in der Kapitalgesellschaft, gegebenenfalls sogar auch in der Stiftung. Schauen wir uns aber erstmal den Einzelunternehmer an. Oder die Personengesellschaft, die packe ich mal in eine Gruppe. Da ist die Gewerbesteuer in der Regel nicht so ein Riesenthema, weil ich kann die auf meine Einkommensteuer anrechnen. Und ich habe hier einen Freibetrag von 24.500. Aber je nachdem, in welcher Gemeinde ich meinen Gewerbebetrieb hier unterhalte, zahle ich deutlich, deutlich mehr Gewerbesteuer wie vielleicht in einer anderen Gemeinde. Denn die Gewerbesteuer wird errechnet anhand vom Hebesatz der jeweiligen Gemeinde. Und mal als Beispiel in München, wenn ich in München einen Gewerbebetrieb betreibe, dann zahle ich ungefähr ca. 17 bis 18% Gewerbesteuer, weil hier der Hebesatz sehr, sehr, sehr hoch ist. Wenn ich aber in Grünwald mein Geschäft betreiben würde, das ist ein Vorort von München, dann ist hier meine Gewerbesteuer nur ca. 8-9%, also deutlich, deutlich geringer. Hier sogar fast 10% Unterschied. Also ist eine Möglichkeit, die Gewerbesteuer schon mal zu optimieren, ich verlege oder ich gründe meinen Betrieb in einer Gemeinde mit einer niedrigen Gewerbesteuer. Also bevor ihr euren Geschäftsbetrieb aufnehmt oder zum Notar geht und eure GmbH oder Aktiengesellschaft gründet, schaut mal, ob ihr den Ort, den Sitz dieser Gesellschaft vielleicht in eine Gemeinde verlegt, wo die Gewerbesteuer ein bisschen niedriger ist. Den Gewerbesteuerhebesatz jeder Gemeinde kann man einfach im Internet nachschauen, also einfach Hebesatz und dann Gemeinde Grünwald oder München eingeben und dann kommt in der Regel relativ weit oben dann gleich der Hebesatz und den müsst ihr multiplizieren mit 3,5 durch 100 und dann habt ihr eure Gewerbesteuer. Jetzt ist es als Einzelunternehmer oder GmbH und Co. KG oder GbR ja so, dass ich die auch anrechnen kann, je nach Hebesatz aber nicht voll, also da muss man ein bisschen aufpassen, aber ich habe auch noch einen Freibetrag von 24.500. Also hier kann ich nur optimieren, indem ich oder noch weiter optimieren, indem ich eben in eine Gemeinde gehe, wo die Gewerbesteuer vielleicht ein bisschen niedriger ist. Jetzt schauen wir uns aber mal die Kapitalgesellschaften an. Wir beraten bei vielen Mandanten in der Steuerstrategieberatung eine Kapitalgesellschaft, weil ich eben einfach durch eine Kapitalgesellschaft massiv Steuern spare, weil ich hier eben nicht mehr in der Einkommensteuer bin, sondern hier nur noch 15% Körperschaftssteuer zahle. Aber auch Gewerbesteuer, wenn ich einen Gewerbebetrieb unterhalte, und das ist bei einer klassischen GmbH immer so, die ist Kraft ihrer Rechtsform gewerbesteuerpflichtig. Es gibt so ein paar Ausnahmen, aber in der Regel, wenn ich jetzt keine Immobilien GmbH oder so in die Richtung habe, zahle ich hier auf jeden Fall Gewerbesteuer. Und das Gleiche gilt auch für eine Genossenschaft oder für eine Aktiengesellschaft. Hier zahle ich auch Kraft der Rechtsform auf jeden Fall Gewerbesteuer, wenn ich eine dieser Ausnahmen greift. In einer Stiftung zahle ich grundsätzlich keine Gewerbesteuer. Also die ist Kraft ihrer Rechtsform nicht gewerbesteuerpflichtig. Nur wenn die einen gewerblichen Geschäftsbetrieb unterhalten würde, würde ich da reinfallen. Deswegen haben wir in unseren Steuerstrategien die Stiftung ohne Gewerbesteuer, weil wenn hier ich was Gewerbliches machen würde, dann würde ich das in einer operativen GmbH machen. Aber in der GmbH sagt man dann, okay, ich habe jetzt zwar dann hier nur noch Körperschaftssteuer, aber die Gewerbesteuer ist jetzt hier wirklich eine Belastung, weil die Gewerbesteuer kann ich in der GmbH jetzt, gilt für alle anderen Kapitalgesellschaften aber auch, nicht mehr anrechnen auf meine Körperschaftssteuer. Klar, die ist ja auch nur 15% und ich habe hier auch keinen Freibetrag mehr. Und wenn ich hier clever steuerlich gestalte, dann habe ich hier auch wieder die beiden Möglichkeiten und jetzt hier zwei Möglichkeiten, die Gewerbesteuer zu senken, hier ein bisschen Steuern zu sparen. Und zwar die erste Möglichkeit haben wir vorhin schon gehört. Ja, ich muss mir überlegen, wo gründe ich denn, wo verlege ich, wo liegt denn der Sitz meiner GmbH? Und ganz wichtig, es reicht nicht auf dem Papier jetzt in der Gewerbesteueroase, sage ich jetzt mal, den Sitz der GmbH zu verlegen. Also ihr gründet eure GmbH jetzt in Eschborn,
Das ist ein Vorort vor Frankfurt, da ist die Gewerbesteuer auch deutlich geringer, deswegen sitzen da auch viele größere Firmen wie Ernst & Young oder die Deutsche Bank und Co., weil hier die Gewerbesteuer ein bisschen niedriger ist, aber die sitzen dort wirklich. Also wenn ihr dort mal hinfahrt, die haben auch hier da ihre Bürogebäude stehen, ihre Wolkenkratzer stehen, also die sitzen da wirklich. Die haben nicht nur auf dem Papier gesagt, sie sitzen in Eschborn. Wenn ich in Frankfurt sitze, habe ich eine höhere Gewerbesteuer, aber wenn ich meinen Geschäftsbetrieb auf dem Papier in Eschborn betreibt, also ihr sagt, der Sitz ist in Eschborn, aber ihr sitzt wirklich in Frankfurt und da ist euer Büro und da betreibt ihr euer Geschäft, dann wird es nicht funktionieren. Höllisch aufpassen, das ist Steuerhinterziehung. Also wenn ihr in eine niedrige Gewerbesteuergemeinde euren Sitz verlegen wollt, dann müsst ihr das auch leben, also dort auch wirklich euer Büro haben und dort auch eure wichtigen geschäftlichen Entscheidungen treffen, denn dort zahlt ihr dann auch die Gewerbesteuer. Also es reicht nicht nur auf dem Papier. Aber wir haben auch noch eine zweite Möglichkeit, um die Gewerbesteuer zu sparen. Und das ist jetzt mal unabhängig von der Gemeinde, denn in einer Kapitalgesellschaft kriege ich keinen Gewerbesteuerfreibetrag. Der ist in der Höhe von 24.500, den kriege ich nur als Einzelunternehmer oder in einer Personengesellschaft, also GmbH und Co. KG, GbR und Co. Aber über eine steuerliche Gestaltung kriege ich den in einer Kapitalgesellschaft doch wieder, also in einer GmbH mit einer atypisch stillen Gesellschaft. Wenn ich hier die Verträge richtig gestalte, dann kriege ich auch über diese Gestaltung GmbH und atypisch still diesen Freibetrag. Und das spart mir auf 24.500 Gewerbesteuer. Also sagen wir mal, die Gewerbesteuer ist 15%, so der Bundesdurchschnitt. 15% von 24.500, das sind ungefähr 3.600 Euro Gewerbesteuer pro Jahr, pro Gesellschaft. Also wenn ihr mehrere Gesellschaften habt, so wie viele unserer Mandanten, die die Steuerstrategie mit uns auch umgesetzt haben. Die haben dann eine Holding GmbH, eine operative, eine zweite, vielleicht sogar noch eine dritte operative GmbH. Und in jeder dieser Gesellschaften bauen wir natürlich diesen stillen Gesellschafter ein. Also sagen wir mal ein Beispiel, wir haben die Holding GmbH und drei operative. Da zahlen wir bis ca. 100.000 keine Gewerbesteuer. Denn ich habe in jeder GmbH 24.500 gewerbesteuerfrei. Mal 4 sind wir ungefähr bis 100.000 Gewinn verteilt auf meine Firmenstruktur. Keine Gewerbesteuer. Und darüber hinaus, dann zahle ich ganz normal Gewerbesteuer. Also das spart mir schon allein. Diese Gestaltung spart mir hier in diesem Beispiel jetzt ca. 12.000 bis 15.000 Gewerbesteuer. Und diese atypisch stille Gesellschaft ist ganz wichtig, dass da der Vertrag richtig gestaltet ist. Denn diese atypisch stille Gesellschaft, da brauche ich keinen Notar dazu. Das ist einfach nur ein privatschriftlicher Vertrag. Und der muss aber richtig gestaltet sein, denn ich brauche hier eine Gewinn- und Verlustbeteiligung und eine Beteiligung an den stillen Reserven. Und die Einlage und die Beteiligungshöhe muss auch fremdüblich sein, sonst erkennst du das Finanzamt nicht an. Also wenn du jetzt wissen willst, wie du so eine atypisch stille Gesellschaft in deiner Struktur einbindest, wer das sein kann und wie viel Steuern du dir dann tatsächlich sparst, dann schick uns jetzt eine Anfrage. Einfach per E-Mail unter anfrage@koeber-partner.com oder über unsere Homepage www.koeber-partner.com. Gerne auch telefonisch bei uns anrufen. Schick uns hier eine Anfrage. Ich prüfe deine Unterlagen erstmal kostenlos und unverbindlich, ob eine Steuerstrategieberatung sinnvoll ist. Wenn ja, dann ruft sich jemand aus meinem Team an und lädt dich ein in einen individuellen Steuerstrategieberatungsgespräch. Und wenn wir dann in der Strategieberatung deine optimale Struktur gefunden haben, mit der du dich am wohlsten fühlst, dann setzen wir das Ganze natürlich auch mit dir in der Praxis um und betreuen dich laufend vom Finanzamt, damit diese atypisch stillen Gesellschaften auch wirklich anerkannt werden und du eine tatsächliche Gewerbesteuerersparnis hast. Zusammenfassend kann man sagen, die Gewerbesteuer kann ich optimieren mit dem richtigen Sitz, also wenn ich meinen Sitz in die richtige Gemeinde verlege und wenn ich eine Kapitalgesellschaft bin, über das Konstrukt mit der GmbH und atypisch still kann ich hier sogar noch einen Freibetrag generieren und das sogar mehrfach, wenn ich nicht nur eine GmbH habe, sondern vielleicht mehrere Gesellschaften. Und wenn du wissen willst, wie wir das bei dir umsetzen, schick uns jetzt eine Anfrage. Kontaktdaten siehst du hier unten nochmal eingeblendet. Denn wir beraten dich nicht nur, wir setzen das auch mit dir um. Denn in Zukunft steuern wir auch deine Steuern.